Lieber Witter, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam vom 1. bis zum 15. November anschauen in Sache Liebe. Bitte bedenke, lieber Witter, dass nicht alles auf dich wortwörtlich zutreffen kann. Das ist ja klar, das ist im Kollektive, ne? In Sache Liebe, das ist auch wichtig, ne? Wir schauen uns hier deine Beziehung an, deine zwischenmenschliche Beziehung, nicht nur in der Liebe, ne? Hier könnte auch familiär etwas sozusagen hervorgerufen. Hier muss nicht nur unbedingt die Partnerschaft sein, ne? Das ist ja für mich auch selbstverständlich. Und was für mich auch sehr wichtig ist, bitte, lieber Witter, hör dir dein Aszendent, hör dir dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen. Die spielen nämlich genauso eine Rolle, ne? Bevor du hier valutierst, hör sie dir an und dann kannst du ja die Konklusionen nehmen, ne? Ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Okay. Ich würde sagen, lass uns starten. Ich starte mit den Intuitionskarten für dich vom 1. bis zum 15. November. Was wird auf dich zutreffen, ne? In Sache Liebe? Aber nicht nur, ne? Das ist jetzt nicht nur die Liebe, sondern hier können wir wirklich auch diese Beziehung mit den anderen auch sehen, ne? Freundschaftlich, Familie, ne? Alles könnte hier sozusagen rauskommen. Wir picken eine Karte. Vergangenheit. Okay. Hier ist jemand, der hier wirklich sagt, guck mal, irgendwie lässt mich diese Vergangenheit nicht los, ne? Ich versuche das immer wieder, aber das klappt nicht, ne? Die Vergangenheit holt uns immer ein. Du hast hier auch die drei vorne. Also das könnte auch gut sein, dass du jetzt sagst, lieber wieder. Ich möchte mir die Vergangenheit also quasi hinter meinen Rücken lassen. Ich bin bereit, ne, die Vergangenheit zurückzulassen, ne, in Sache Liebe, zwischenmenschlich mit jemandem, je nach was, welche Situation passiert ist, lieber Witter, das kannst du nur wissen. Möchtest du jetzt einfach fortfahren? Du möchtest jetzt diese Vergangenheit hinter dir lassen, aber das heißt nicht, dass es funktioniert, dass es immer so ist, ne, lieber Witter. Manchmal können Erinnerungen hochkommen, ne? Das könnte gut sein, dass du irgendwie an diese Person denkst, an diese Situation, die auch mit Entscheidungen zu tun gehabt hat oder sie hat mit Entscheidungen zu tun, ne? Diese Entscheidungen können immer noch in deinem Leben sein, ne? Weil du hast dann eine Quersumme von 5. Du musst hier dann quasi Veränderungen bringen in deinem Leben. Und wenn du abschließen möchtest, wenn du bereit bist, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, lieber Widder, dann musst du das auch wirklich wollen, ne? Dann musst du auch wirklich die Türe schließen zu dieser Vergangenheit und sagen, ja, ich möchte jetzt das Neue. Also ich heiße das Neue willkommen, ne? Sehr, sehr schön eigentlich, weil guck mal, hier hast du auch Respekt, ne? Du brauchst diesen Respekt, man sollte dich respektieren an Mensch, als Mensch, Entschuldigung, aber du solltest auch die anderen respektieren, ne? Das ist ja auch klar. Du tust quasi den anderen, ne, das an, was du selber haben möchtest, ne? Und wenn du in Respekt lebst, ne, in die anderen respektierst, ne, seine Grenzen, auch dich selbst, ne, auch Grenzen setzen kannst, gesunde Grenzen für dich, ist es klar, dass die anderen das auch tun werden, ne? Das ist ja immer so, du gibst und du nimmst, ne? Was du gibst, das bekommst du zurück vom Universum. Das ist einfach diese Regel, ne? Das ist, ich sag immer, das ist diese Gerechtigkeit, ne? Und du hast hier wirklich schöne Karten. Das heißt für dich, manchmal musst du auch Grenzen setzen können, ne? Diesen Respekt zu dir selbst, den hast du ja von dir, ne? Keiner kann für dich sozusagen Grenzen setzen. Du selber, lieber Witter, nur du kannst das machen. Und das ist für dich sehr wichtig, dass du das tust. Ne? Guck mal, du hast hier die Eins vorne. Du bist hier bewusst von dieser Situation. Du hast hier eine bestimmte Bewusstheit. Du hast hier auch eine Erneuerung. Und dann die Sieben. Die Sieben ist auch immer mit der Wahrheit verbunden. Wir dürfen nicht vergessen, nächstes Jahr haben wir auch die Sieben. Die Sieben ist bei den großen Arkanen auch der Wagen. Der Wagen ist große Veränderungen, große Entscheidungen. Eigentlich fehlt es dir an nichts, ne? Um vorwärts zu kommen. Es liegt hier
in deiner Hand, ne, quasi hier diese Unendlichkeit auch zu erreichen mit dieser Quersumme von 8. Nämlich, du hast wirklich sehr schöne Karten, die hier zeigen, guck mal, ich bin bereit, die Vergangenheit loszulassen. Ich bin bereit, nach vorne zu schauen. Auch wenn die Vergangenheit bisschen, ne, ich sage jetzt nicht, dass du hundertprozentig diese Vergangenheit vergessen hast oder zurückgelassen hast, aber ab und zu mal können Erinnerungen hochkommen. Und das passt dir auch. Das ist normal, das ist menschlich, lieber Widder. Du kannst doch nicht alles weglöschen. Ne? Manche Erinnerungen bleiben halt einfach, ne, in Sache Liebe. Aber nicht nur diese Liebe mit dem Partner, sondern auch eine Freundschaft, ne? Eine zwischenmenschliche Beziehung, ne? Zwischen dir und eine gute Freundin, ein Freund oder ein Verwandter von dir, ne? Schwester, Bruder, das ist ja auch diese Beziehung, das ist ja sehr wichtig, ne? Okay, guck mal, ich stelle das so, weil sonst haben wir hier zu viele Karten. Siehst du das? Ich hoffe schon, ne? Okay, so, machen wir weiter mit meinen Orakelkarten. Emotionen, ne? Gefühlsmäßig, wie wird es dir gehen? Ne? Wie wird es dir vom 1. bis zum 15. gehen? Ne? Was wirst du hier erleben? Gefühlsmäßig, emotionsmäßig für meinen lieben Widder da draußen. Ne? Meine schöne Widder, die wirklich immer so ein Temperament haben. Ne? Das weiß ich, das weiß ich und das kenne ich. Okay, einmal. Influenze. Okay. Guck mal, das passt doch wieder zusammen. Ich sag dir jetzt gleich, was Sache ist. Ne? Ich ziehe noch ein paar andere Karten und dann werde ich das dir gleich sagen, was ich damit meine, weil das habe ich auch verstanden. Ja, okay, nascondere, silenzio. Ja, guck mal, manchmal bist du auch wirklich sehr still. Normalerweise bist du ja nicht ein stiller Mensch. Normalerweise bist du sehr aktiv, aber manchmal solltest du auch still sein. Manchmal solltest du auf dich hören. Manchmal musst du auch in deine Stillheit sein. Ne? Einfach mal für dich, einfach mal zu reflektieren. Und das brauchst du, damit du, guck mal, hier eine andere Ebene erreichst. Ne? Guck mal, diese Frau läuft hier, oder sagen wir, sie rennt auch, ne, zu dieser Tür. Sie geht jetzt hier weiter. Sie möchte wirklich, wie ich vorhin erwähnt habe, das spiegelt sich wieder hier. Zwar die Karten, ich gehe jetzt weiter. Ich lasse wirklich diese Vergangenheit hinter mir. Und ich möchte wirklich jetzt damit abschließen, auch wenn ich manchmal, guck mal, Influenze, ich werde manchmal von dieser Vergangenheit irgendwie, wie soll ich das sagen auf Deutsch? Influenze, wartet mal ganz kurz, ich muss überlegen, wie ich es dir erkläre. Diese Vergangenheit kann bei mir auch etwas tun, kann auch Wirkungen, ne? Das hat so wie eine Wirkung. Und das ist aber nicht einfach, ne? Ich kann das nicht verstecken. Das ist normal, das ist menschlich, ne? So geht es dir, so wird es dir gehen, weil du ganz genau weißt, ich kann mich nicht hinter dieser Schattenseite verstecken, sondern ich muss einfach, ich muss das akzeptieren. Ich muss mit dem klar werden, was in meinem Leben passiert ist, ne? Manchmal kann das uns beeinflussen. Jetzt ist es mir eingefallen. Beeinflussen. Diese Vergangenheit hat dich beeinflusst oder beeinflusst dich immer noch. Ne? Das hat auch mit deiner Situation, mit deiner aktuellen Situation. Ich weiß ja nicht, was du gerade durchmachst, lieber Witte, aber du musst verstehen, dass diese Situation einfach manchmal, wie sagt man das, rauskommen muss. Du kannst nicht eine Ewigkeit mit dieser Situation oder versuchen, diese Situation zu verstecken. Ne? Hier zeigt man einfach einen Mensch, der hier auch mal, wie sagt man das, etwas erreichen muss, aber indem er sich nach innen schaut, ne? Und auch mal still ist. Du brauchst diese Stille, ne? Man muss hier einfach mal ruhig sein, mal runterkommen von diese ganzen Situationen, die du alle erlebt hast, lieber Widder. Das könnte gut sein, du kommst von einer Situation, die wirklich nicht korrekt war gegenüber von dir. Die Liebe, diese Person, die Menschen, ne? Diese Menschlichkeit, was du erlebt hast mit Freunden, dass du einfach auch Menschen erlebt hast, die nicht immer korrekt waren. Ne? Aber trotz dessen musst du jetzt hier
einfach vorwärts gehen. Du musst jetzt hier zu dieser Türe gehen, zu dieser neuen Türe, ne? Wir wissen ganz genau auch, ne, ihr werdet dieses Video mit höchstwahrscheinlich noch diese Woche sehen. Und wir haben ja am 25., das ist sehr wichtig, haben wir Neumond in Skorpion. Und das bringt hier wieder energetisch das, was ich meine, dass wir einfach auch emotionalmäßig, ne, quasi mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, musst du auch bestimmte Dinge, ne, zurücklassen. Du musst dich einfach befreien, ne, damit du diese neue Energie willkommen heißen kannst, damit du hier zu dieser Türe rennen kannst. Ne. Sagen wir mal, guck mal, man sagt hier auch, guck, du siehst es hier allondanamento, Entschuldigung, du entfernst dich hier oder du hast dich hier entfernt von irgendeiner Situation oder von irgendeiner Person, die dir nicht gut getan hat. Aber guck mal, diese Türe, wenn du diese Türe öffnest, ne, das ist ja im Positiven, andare oltre, kann dir diese Türe eine große Chance eröffnen, eine neue Liebe, ein neues Ich, nicht nur diese Liebe mit den anderen, sondern ein neues Ich. Ich bin erneuert, ich bin neu, ne? Ich fange bei mir an, die Dinge zu ändern, nicht bei den anderen. Sehr, sehr schön, ne? Kompliment, lieber Wetter. Du hast eine schöne Energie für den 1. bis zum 15. Eigentlich hast du immer eine schöne Energie, ne? Wir sind halt in diesem Feuerelement. Wir wollen ganz viel erreichen und sofort. Aber das geht nicht immer. Lieber Wetter, du musst auch denken, dass nicht immer alles sofort geschieht. Man braucht einfach seine Zeit. Und manchmal ist es auch sehr ruhig, ne? Man wird auch still. Das braucht man auch, dieses Stille, ne? In sich mal einfach mal, wie sagt man das? Es ist auch wie, wenn du eine Meditation durchführst. Da brauchst du diese Stille. Du musst runterkommen. Du machst zu viel. Du hast zu viel erlebt, ne? Und diese Stille tut dir auch gut, ne? Das könnte aber auch gut sein, dass es gerade in deinem Leben, in dein Liebesleben auch richtig still ist, dass jetzt keine großartigen Dinge passiert sind, dass vielleicht jetzt sich nichts Großartiges verändert hat, aber bald wird dir diese Veränderung kommen. Weil du das auch willst, weil du das auch aufnimmst, ne? Du darfst nicht vergessen, lieber Witter, es liegt immer in deiner Hand, nicht in die Hand von irgendjemand anderem. Du setzt dir gesunde Grenzen. Du weißt ganz genau, ne, wie ich mit mir selbst umgehe, werden auch die anderen mit mir umgehen, ne? Das ist immer dieses Geben und Nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, ne, lieber Witter. Okay, ich trinke mal ganz kurz. Okay. Ich habe getankt. Mein schöner Tee. Wow, hier sind schon Karten gefallen. Die mostrerà la tua forza. Das meine ich ja. Guck mal, du zeigst hier deine Stärken. Und ich drehe sie hier gleich um, weil die sind perfekt. Ne? Die passen hier perfekt. Guck mal. Du hast hier irgendetwas, was du versteckst. Schon wieder hast du hier das Wort verstecken. Nascondere, verstecken. Du versteckst hier irgendeine Seite von dir, irgendeine Emotionen, irgendetwas, was du vielleicht nicht zurücklassen möchtest. Irgendetwas, was du fühlst, vielleicht auch für irgendeine Person. Und du möchtest einfach aber nicht das preisgeben. Das fällt dir schwer. Aber jetzt ist es an der Zeit gekommen, deine ganze Kraft zu zeigen. Ne? Das passt perfekt. Du bist ja auch in diesem Feuerelement. Ne? Wir haben hier einen Löwe. Ein Löwe, der kämpft, ne? Für seine Objektiven. Für das, was er erreichen möchte oder sie. Ne? Das ist ja klar, ob du jetzt Mann oder Frau bist, du musst hier deine Stärken zeigen. Du musst hier, wie ich vorhin gesagt habe, auch manchmal den anderen, ne, wehtun, indem du, wie sagt man das, die Wahrheit sagst oder das, was du erreichen möchtest. Ne? Viele Menschen sind nicht einverstanden damit, das ist ja auch klar, lieber Witte, aber das kannst du nicht ändern. Nicht jeder ist einverstanden mit dem, was du bevorzugst, ne? Nicht jeder hat deine Meinung, du wirst immer solche Menschen treffen, aber du musst immer auch kämpfen, weil wenn du weißt, dass es richtig ist, dann tu es, wage es in Sache Liebe, ne? Wenn du jetzt dir vorstellst, bei dieser Legung, hast du jemanden, in dem
du noch Gefühle empfindest. Oder da ist jemand, der für dich Gefühle empfindet. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt deine Energie sein. Das könnte auch gut sein. Lieber Widder, es ist jemand da, der Gefühle für dich hat, aber sie versteckt. Ne? Und klar, für dich ist es auch nicht einfach, aber du musst ja auch verstehen, ne? Du kannst es ja nicht von dieser Person lesen auf der Stirn, ne? Ich habe Gefühle für dich, nee, sondern diese Person muss ja auch seinen ganzen Mut nehmen, ne? Du setzt das jetzt um, weil du hast hier wirklich fantastische Karten und guck mal, Ci saranno, also ci sarà un cambiamento, also das ist ja der Wahnsinn. Hier sind Veränderungen. Das Schmetterling, die Schmetterlinge bringen immer Veränderungen. Das ist immer diese Transformation. Von einer Raupe werde ich ein Schmetterling. Ich verändere mich und verändere auch die Situation. Die Situation verändert sich automatisch, weil ich gerade in mir etwas verändert habe, in Sache Liebe. Das ist für mich sehr wichtig, ne? Wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich auch etwas ändern, ne? Deswegen ist es ja auch klar, dass wenn du hier für jemanden Gefühle hast und du kannst sie nicht mehr verstecken, du kannst das nicht mehr machen. Auch wenn das jetzt zu der Vergangenheit gehört. Du liebst immer noch dein Ex oder deine Ex-Freundin, je nachdem, ne? Oder du hast immer dieses Gefühl, ne? Dass irgendeine Verbindung ist zu dieser Person. Lieber Widder, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht hier deine ganze Kraft. Das braucht hier deine Transformation. Und das kannst du nur machen, wenn du auch daran glaubst. Wenn du wirklich daran glaubst, wenn du wirklich auch diese Seite von dir akzeptierst. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir genauso die Schattenseite akzeptieren sollen. Das sage ich immer wieder in den Videos. Also ich werde niemals müde, es zu erwähnen. Bitte akzeptiert auch die Seite, die ihr nicht möchtet von euch. Zum Beispiel, ich mache dir ein Beispiel, lieber Widder, du bist hektisch. Das könnte gut sein, dass es dann von deiner Seite dir gar nicht gefällt, ne? Dass du immer so hektisch bist, dass du immer so schnell alles machen musst und etc. Ne? Und diese Seite magst du nicht von dir, aber diese Seite gehört auch zu dir. Auch wenn du willst, kannst du sie ändern. Das liegt an dir. Aber, ich sage aber, wichtig ist, dass du diese Seite auch akzeptierst, weil nur dann kannst du dich verändern. Nicht in Worte, nicht sagen, ach, ich habe es verstanden, ja, okay, ich werde das ändern. Manchmal brauchst du gar nicht zu reden. Guck mal hier, Silenzi. Manchmal ist es auch ruhig, man spricht nicht miteinander, man kommuniziert nicht, aber trotz dessen kann man ganz viel erreichen, ne? Manchmal brauchen wir gar nicht zu reden mit bestimmter Situation oder für bestimmte Situation. Das kommt alles von alleine. Wow, du hast wirklich eine sehr schöne Energie und die passt wirklich total zu dieser Neumond in Skorpion, ne? Wir reden hier über Gefühle und Emotionen. Und der Neumond in Skorpion beinhaltet auch alles, was unter deinem Unterbewusstsein ist. Alles, was du nicht sehen kannst. Alles, was vergraben ist. Ne? Ich sage ja immer wieder, der Skorpion ist für mich ein Meer. Das Meer ist so tief, dass du wirklich nicht weißt, was drunter ist. Und du wirst immer viele Seiten von dir kennenlernen, mit der du dich konfrontieren musst, ne? In Sache Liebe auch. Weil, guck mal, in Sache Liebe, wirklich, also man kann das auch so sehen, die Liebe, die hast du nicht nur mit dem Partner, die hast du auch mit deiner Familie, die hast du auch mit deinen Kindern, mit deinen Freunden. Das ist auch damit gemeint. Wenn du eine gute Beziehung führen willst, eine zwischenmenschliche mit dir und dieser Person, musst du erst auch bei dir anfangen, musst du auch deine Emotionen rausholen, alles, was in dir ist, um diese Situation gut zu managen, ne? Damit du einfach dann auch später eine gesunde Beziehung führen kannst, ne? Ich sag ja, Respekt. Respekt ist wirklich das Allerwichtigste auch in einer Beziehung. Ich respektiere dich, aber du respektierst mich, ne? Ich weiß ganz genau, wenn ich mich selber respektiere, wenn ich mich auch selbst liebe, dann wirst du mich auch respektieren. Wie viele Menschen lieben sich nicht, akzeptieren sich nicht, sind nicht zufrieden? Und das wird immer wieder geben, ne? Das passiert dann ständig. Wow. Okay, machen wir weiter. Sonst hocke ich bis morgen da. Lieber Widder, ich mache das leidenschaftlich, aber irgendwann mal, ne, muss ich vorwärts kommen. Okay. Lieber Widder, ich schaue mir die ganze Situation mit den Orakelkarten La Sibylla.
Bitte, diese Orakelkarten, die sind nicht nur in der Liebe umsetzbar. Die sind auch beruflich, finanziell. Ne? Das ist auch sehr wichtig, dass du das verstehst. Ne? Die kannst du überall einsetzen, wo du sie auch brauchst. Ne? Für dich vom 1. bis zum 15. November. Wow, sehr, sehr schön. Ne? Du kannst jetzt endlich vorwärts kommen. Andare oltre. Du kannst jetzt wirklich hier diese neue Türe öffnen. Eine neue Chance, eine neue Angelegenheit in deinem Leben. Ne? Öffne diese Türe. Habe keine Angst. Baldoria, schon mal, fängt schon mal sehr gut an. Sehr, sehr gut an. Sehr schön. Hier ist wirklich eine schöne Atmosphäre, Vanita. Wow. Also, lieber Widder, du kannst wirklich von dir sagen, guck mal, was ich geschafft habe. Guck mal, was ich bin. Nicht nur vom Aussehen, sondern guck mal, was ich alles erreicht habe. Ich kann von mir etwas preisgeben. Vanita bedeutet, wenn ein Mensch auch von sich etwas preisgibt. Zum Beispiel, ich mache dem Beispiel, guck mal, wie ich das toll gemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass Eigenlob stinkt, ne? Dass du jetzt hier einen, sagen wir mal, wie sagt man das mit dieser Person? Eine Person, die er jetzt egoistisch ist, ne? Nur an sich denkt oder nur an sich an die erste Stelle setzt. Nee, das nicht. Sondern du kannst wirklich auf dich stolz sein. Du hast wirklich sehr gut, sagen wir mal, an dir gearbeitet und du versuchst auch an dir zu arbeiten. Ne? Du kannst das wirklich auch preisgeben. Hier kommen schöne Dinge. Ne? Du kannst auch wirklich hier Richtung Schönheit. Ne? Du kannst hier auch sagen, ich habe etwas geändert. Ich habe vielleicht, sagen wir mal, das ist jetzt nicht für alle gedacht, ne, lieber Widder, du hast eine Diät gestartet. Ne? Du hast eine Entgiftungskur gestartet. Du startest mit Sport. Du bist jetzt einfach von deinem Aussehen, ne? Wie sagt man das, nicht mehr begeistert und du möchtest etwas ändern. Ne? Und du sagst, guck mal, wo ich angekommen bin. Guck mal, was ich geschafft habe. Ich habe eine Diät durchgeführt. Ich habe angefangen mit Sport. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Und ich kann endlich diese positive Dinge sehen in meinem Leben. Ne? Weil hier ist Positives in deinem Leben. Das erwartet dich, ne? Vom 1. bis zum 15. Das heißt jetzt nicht, dass du nur Gutes haben wirst. Das heißt jetzt nicht das. Aber es heißt, hier werden auch schöne Dinge auf dich zutreffen. Du hast hier schon mal ein Ziel geschafft. Ne? Ein Ziel, den du vor deine Augen gehabt hast. Wie ich ja vorhin erwähnt habe, vielleicht hast du dir ein Ziel gestellt. Guck mal, ich möchte 10 Kilo abnehmen, 20 Kilo. Ich möchte innerhalb einen Monat, ne, meine Ernährung umstellen. Ich möchte wirklich mal vegan sein. Oder das ist immer so eine Sache. Ne? Also über sowas spreche ich nicht gerne, aber du kannst wirklich sehr vieles machen. Ne? Du kannst auch mit Mutter Natur sehr viel tun. Ne? Du kannst mit Kleinigkeiten ganz viel erreichen. Ne? Das ist damit gemeint. Auch diese Veränderungen können dir gut tun, ne? In Sache Liebe. Das bekommst du zurück, weil man sieht hier diese Schönheit. Wow, sehr, sehr schön. Du hast hier übrigens Skorpion wieder. Ne? Du hast hier eine Una Vanita. Das ist hier etwas Schönes. Du kannst wirklich sagen, guck mal, wie schön ich bin. Man kann mich anschauen. Ne? Hier ist etwas und dieses gewisse Etwas stimmt überall. Ne? Auch, sagen wir mal, von der Stimmung her. Dass du richtig Bock hast, dass du wieder Lust hast auch, ne, neue Dinge zu machen. Du interessierst dich auch an neue Dinge. Du könntest hier aber eventuell auch mit jemandem dich treffen und ausgehen, ne, einen Kaffee trinken, nur einen Kaffee. Du könntest aber auch sagen, guck mal, wir gehen mal zusammen tanzen und haben Spaß, ne. Das könnte hier auch freundschaftlich sein. Also, lieber Witter, das muss nicht nur in einer Liebesbeziehung sein. Also, es könnte hier auch für dich quasi mit Freunde sein, dass du jetzt einfach sagst, guck mal, ich gehe mit Freunde aus, ich nutze diese Zeit, ich habe Spaß in meinem Leben, ne? Das ist damit gemeint. Okay, machen wir weiter. Ich ziehe noch mal eine. Ich lasse das nicht so. Beth, wieder, guck mal, und dann hast du auch Menschen, da musst du vorsichtig sein, das ist normal, ne? Das ist total normal, lieber Wetter, Successo, wow, okay, guck mal, ich sag's dir gleich, du hast hier den Triumph, du wirst viele Dinge schaffen,
Du wirst wirklich viele Dinge bewältigen. Mit deiner Kraft. Du wirst wirklich triumphieren. Auch bei der Arbeit. Das könnte auch gut sein, lieber Widder. Du bist gut da, wo du gerade tätig bist. Ne? Und das sind halt einfach Menschen, ne, Perfider, Menschen, die nicht korrekt sind. Menschen, die hier dir eine reinwischen wollen, die irgendwie neidisch sind auf dich, die sind gemein zu dir, ne? Aber das könnte ja auch deine Energie sein, dass du quasi, sagen wir mal auch, das zurückgibst, dass du jetzt, ich mach dir mal ein Beispiel. Du hattest oder du bist irgendwo tätig, ne? Und du hast eine Arbeitskollegin, die dich immer bisschen gemobbt hat, ne? So mal gesagt hat, guck mal, ach, du bist zu dick dafür oder du hast das, das und das und jetzt kannst du aber mithalten. Jetzt kannst du auch so gemein sein, ne? Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ, aber du kannst jetzt auch von dir etwas preisgeben. Du kannst sagen, guck mal, was ich erreicht habe. Oder wenn du ein Mann bist, ne? Du hast trainiert, du hast keinen Bauch mehr. Du sagst, guck mal, was ich drauf habe. Ich kann das auch, ne? Und du bist auch gegenüber den anderen so, ne? Wie du das umsetzen kannst jetzt, lieber Witter, wenn du sagst, du hast Menschen um dir, die manchmal gemein sind, die dir eine reinwischen wollen, die ab und zu mal wirklich, wie sagt man das, versuchen wirklich auch irgendwie dich von dem Weg abzubringen, ne? Sagen wir mal auch so. Also wenn du jetzt denkst, dass es eher deine Energie ist, setzt du das da um. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Menschen um mich, vor allem Arbeitskollegen, die manchmal auch wirklich fies sein können, ne? Also hinterhältig sind. Weil du hast hier auf jeden Fall diesen Triumph, ne? Dass du das bestehst, dass du das schaffst, ne? Dass du wirklich hier mit deiner ganzen Kraft, ne? Was ich vorhin gesagt habe, du holst dir raus. Und du kannst wirklich hier triumphieren. Du kannst das schaffen. Aber lieber Widder, glaube daran. Glaube daran. Weil du hast das in die Hand und kein anderer. Ne? Zuerst musst du dich respektieren. Was ich vorhin gesagt habe, und das erwähne ich wieder, das ist für mich wichtig. Zuerst musst du dir diese gesunde Grenzen setzen. Ne? Weil du kommst zuerst. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier egoistisch bist. Aber du kannst nicht irgendwie leiden, und die anderen sind glücklich, ne? Weil du jetzt hier etwas machst, was für die anderen besser ist, ne? Um andere zu gefallen oder um andere gut zu tun. Nee, das muss dir gut tun. Du musst auch bedenken, lieber Witter, ich sage das immer wieder, ich sehe das an mir, ich merke das an mir, ne? Ich habe diesen Kanal eröffnet und ich versuche das immer preiszugeben, aber es gibt manchmal Menschen da draußen, die, wie du das machst, passt das nie. Und die, wie sagt man das auf Deutsch? Deine Devi Fregare. Du musst einfach scheiß drauf, auf gut Deutsch gesagt. Scheiß drauf, ne? Die werden immer unglücklich sein. Ob du das so machst oder so, die werden immer zu reden haben, ne? Das sind diese Tanten, sage ich immer, die nichts zu Hause tun. Die nur irgendwie auf andere hetzen. Was haben die denn Besseres zu tun, als irgendwie über andere zu lästern oder über andere zu diskutieren? Ne? Ich mache mein Ding, du machst dein Ding. Fertig, Ende der Diskussion. So ist es. Ne? Und so meine ich das auch bei dir, lieber Witter. Es liegt in deiner Hand. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mit den Tarotkarten uns an. Das ist ja wirklich eine sehr schöne Legung. Ne? Lieber Witter, manchmal ist so eine Legung wirklich eine Hilfe für dich auch, ne? Du sagst, guck mal, ja, stimmt, ich habe diese Vergangenheit, ich habe hier irgendetwas in mir, aber manchmal fällt das mir schwer, diese Vergangenheit, ne, kommt immer hoch und beeinflusst mich auch, aber dann ist es ja auch normal, das ist normal, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, ne? Du brauchst einfach Zeit, akzeptiere diese Seite auch, lieber Witter. Du kannst nicht von heute auf morgen abschließen. Das geht einfach nicht. Auch wenn du jemand geliebt hast oder du immer noch diese Person liebst, ne? Wie viel schreiben mir von euch? Ich liebe diese Person. Ich liebe ihn immer noch. Ich kann dir nur als Tipp geben. Das ist klar, den gebe ich dir auch. Wenn das wahre Liebe ist, dann wird es siegen. Wenn es nicht
so ist, wenn ihr nicht füreinander bestimmt seid, dann ist es halt nun so, ne? Lieber Witter, ich kann dir jetzt nicht gut reden oder ich kann dir jetzt nicht sagen, dass diese Person zurückkehren wird. Das ist eine wahrhaftige Lüge. Sowas macht man nicht, ne? Das ist ja klar. Okay. Gut. Schauen wir uns deine Situation für den 1. bis zum 15. mit den Tarotkarten, was dich erwartet. Was erwartet dich hier? Ich vermute ganz stark, dass du hier auch jemanden vermisst, dass du hier irgendwie durch deine ganze Situation auch vergisst, was wirklich da ist. Ne? Das ist immer diese Karte, die mir sagt, guck mal, da ist doch was, siehst du es nicht? Bist du immer noch traurig? Hockst du immer noch da und wartest du auf diese Person? Das ist hier dargestellt, ne? Ja, und wir haben hier auch dich sozusagen. Ich vermute ganz stark, dass du das bist, dass du hier sehr empfindlich auch bist. Ne? Wenn du jetzt ein Mann bist, genauso. Du hast hier eine Seite von dir. Du könntest ja auch Mama sein. Du könntest hier eine Person sein, die sehr intuitiv ist. Eine Person, die hier auch seine innere Stimme hört. Die hier sagt, guck mal, ich bin hier verletzlich, aber ich bin eine Frau, die nicht aufgibt. Eine Frau, die immer lieben wird. Eine Frau, die hier wirklich sagt, guck mal, ich weiß, ich bin verletzlich, ne? Du hast mich verletzt, aber trotz dessen werde ich niemals aufgeben, die wahre Liebe zu finden. Ne? Dieses gewisse Etwas, das gibt mir hier diese Karte. Wow, sehr, sehr schön, ne? Schauen wir mal weiter. Ja, hier ist aber auch jemand, der sich gerne wünscht, ne, dass hier auch, wie sagt man das, dass man hier diese Beziehung irgendwie auch reparieren kann, dass man hier diese Krise übersteht. Hier könnte auch, wie gesagt, jemand sein, du als Frau oder Mann, der hier sich so sehr wünscht, dass man diese Krise übersteht. Oder ihr habt schon diese Krise überstanden und ihr sagt, guck mal, ich lasse jetzt hier diese ganze Situation hinter mir, das, was passiert ist, wir schließen ab und fangen hier von vorne an, ne? Mit dieser 3 der Münzen. Dass wir hier einfach diese Krise überstehen, dass wir hier einfach an uns arbeiten auch, ne? Wenn du jetzt sagst, ich bin alleine, ich bin Single, ich arbeite aber trotzdem an mir, ne? An meine Fehlern, an das, was ich gerade habe, versuche ich dran zu arbeiten, ne? Und guck mal, wow. Wir haben hier ein Ritter der Kelche. Jemand, der zurückkehrt. Jemand, der zurückkehren möchte, sich entschuldigt, ne, der vielleicht auch schon zurückgekehrt ist und der das wieder gut machen möchte. Das könnte aber auch gut sein, liebe Witter, bitte nimm es mit der Pinzette. Das ist dein Wunsch, dass du das dir so sehr wünschst. Du vermisst diese Person, sie ist wirklich in deinem Herzen, ne? Und du könntest hier sagen, ich wünsche mir so sehr, dass sie zurückkehrt. Oder dass er oder sie zurückkehrt. Ne? Wir sind nämlich hier ganz viele Menschen, ob du Frau oder Mann bist, du setzt das um. Die dritte Variante bei dieser Legung ist auch, weil wir haben hier, guck mal, diese Karte, die sagt, öffne mal diese neue Türe, dass hier jemand kommen könnte. Dass du hier wirklich jemand kennenlernen könntest. Eine neue Person, die auch deine Liebe erwidert. Ne? Das auch gerecht zu dir ist. Wir haben hier mit einem Ritter der Kelche. Wir sind hier nicht mehr bei dem Page. Wir haben hier jemand, der Gefühle äußert. Das könnte auch gut sein, dass du hier diesen Menschen so vermisst, ne, dass du dir so wünschst, dass er zurückkehrt, dass er sich entschuldigt oder dass er noch diese Beziehung retten könnte. Ne? Also hier haben wir wirklich mehrere Varianten. Setze deine um, lieber Witter. Eine von dieser Variante, das könnte auch gut sein, du bist der Mann und du erhoffst dir hier, du vermisst hier diese Königin der Kelche. Ne? Du auch selbst als Frau, ne? Du hast hier deinen Aszendent, dein Mondsternzeichen oder allgemein, wir haben hier alle irgendwo unsere Energien. Und du bist jetzt gerade hier auch sehr verletzlich, ne? Man hat dir auch wehgetan. Das ist ja klar, die Emotionen sind da, das ist eine Person, die hier liebt, eine Person, die wirklich auch weiß, aber tendiert auch verletzlich zu sein. Ne? Eine Person, die hier, wie kann man das sagen? Man muss hier aufpassen, wie du mit dieser Person auch umgehst, ne? Mit dieser Königin der Kelche. Vorsicht ist hier geraten. Ne? Das sage ich immer wieder bei der Königin der Kelche. Aber auch eine Person, die sehr intuitiv ist, die auf seine innere Stimme hört. Und seine innere Stimme könnte auch hier sagen, guck mal, ich möchte
diese Beziehung retten. Ich möchte hier, wie sagt man das, das retten, was noch zu retten ist. Oder ich höre auf meine innere Stimme und mach den ersten Schritt als Frau. Das könnte auch gut sein, dass du jetzt sagst, ich gehe jetzt zu diesem Mann, ne, mit diesem Kelch in der Hand, das ist wie ein Herz, du gehst mit dem Herz ganz langsam, vorsichtig und versuchst, das wieder gut zu machen. Das könnte auch gut sein, ne? Okay, zu allerletzt, mit welches Sternzeichen wirst du zu tun haben? Lieber Widder, vom 1. bis zum 15. November. Im Kollektiven, das könnte hier auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen sein. Bitte setze das um. Skorpione, also wir haben hier Skorpion. Wir haben hier Wassermann. Wir haben hier alle Erdelemente. Wir haben hier Stier, Jungfrau und Steinbock. Und wir haben hier wieder Jungfrau und Zwillinge. Bitte setze das um, ne? Wie gesagt, das könnten ja deine Aszendent, quasi dein Aszendent sein, dein Mondsternzeichen oder auch dein Venussternzeichen. Oder du hast mit diesem Menschen Kontakt. Quasi hier ist auch ein Ex von dir oder mit dieser Person, die du quasi Kontakt hast oder die neue Person, die in deinem Leben eintreten wird. Ne, lieber Witter? Okay, das war alles. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, auch ein Feedback von dir, ob irgendetwas hier in Resonanz gegangen ist, ne? Mit dir, lieber Witter. Das ist ja dann auch klar, ne? Nicht immer kann es mit dir in Resonanz gehen. Aber ich freue mich trotzdem über einen Feedback, ne? Mach's gut, pass auf dich auf. Tschüss!